wird gefragt, was ist nach einer Fehlgeburt zu tun oder wie muss die Frau handeln nach einer Fehlgeburt, nachdem sie das Blut gesehen hat? Wie muss eine Frau handeln nach einer Fehlgeburt? Und subhanallah, das passiert sehr viel. Viele Frauen haben eine Fehlgeburt. Möge Allah unseren Schwestern Geduld geben. Das heißt, nach dem ersten Monat, zweiten, dritten Monat, bevor das Kind eine Seele hat, haben sie Fehlgeburten. Wie handelt sie danach, wenn danach Blut kommt? Man ist davon abhängig zu entscheiden, ob das Kind schon menschliche Strukturen hat oder nicht. Und in dem Alter hat es diese ausgebildeten menschlichen Strukturen noch nicht. Deswegen gibt es dann meistens hier die Istihara, das bedeutet die Schmierblutung. Wenn die Schmierblutung bei der Frau da ist, und das ist meistens nach der Fehlgeburt, dass Blut kommt, aber das ist Schmierblutung, liebe Geschwister, dann wie verfährt die Frau? Sie wäscht sich immer vor dem Gebet, das heißt macht Wudu und dann betet sie. Solange sie diese Schmierblutung hat. Sie wäscht sich und dann betet sie. Na? Anders ist, wenn sie jetzt zum Beispiel im siebten, achten Monat oder im siebten Monat eine Fehlgeburt hat, na? Und hier haben wir schon ausgebildete Strukturen vom Kind, dann ist meistens hier der Nifas, das bedeutet das Wochenbett, dann stoppt sie hier für wie viele Tage? 40 Tage, bis sie wieder beten kann. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na, tafadda.